Hey, ich bin Konrad, Interior Designer bei IKEA. Ich zeige euch heute umweltfreundliche Alternativen, wie ihr euer Weihnachtsfest gestalten könnt und wie ihr Alternativen zu eurem traditionellen Weihnachtsbaum finden könnt. Am Weihnachten ist es besonders schön, zusammen mit Familie und Freunden zu feiern. Das natürlich in einer schön dekorierten Wohnung. Und das muss nicht viele Ressourcen verschwenden. Schnell nachwachsende Rohstoffe wie Bambus und Stroh eignen sich super für die Weihnachtsdekoration. Wie hier dieser Weihnachtsstern aus Stroh und der Baum hinter mir aus Bambus. Wusstet ihr, dass die Küchenfronten hier hinter mir komplett nachhaltig sind? Die Schubladen sind aus Bambus und die schwarze Küchenfront ist aus recycelten PET-Flaschen. Bei dem Kauf von Weihnachtskugeln solltet ihr darauf achten, eine Farbe zu wählen, die ihr lange sehen könnt und das über Jahre. Aber da gibt es einen Extra-Tipp. Ihr könnt doch ganz einfach mit Freunden die Kugeln tauschen, so schafft ihr einen ganz anderen Look bei euch zu Hause. Über ein selbstgemachtes Geschenk freut man sich sehr, wie zum Beispiel selbstgemachte Kekse oder eingemachtes. Hier würde ich euch auf jeden Fall unser Korkenglas empfehlen, denn da schaut eingemachtes oder Plätzchen richtig schön aus. Außerdem empfehle ich euch, als nachhaltige Einpackvariante mit einem Geschirrtuch zu arbeiten, denn das passt super thematisch und ihr könnt ganz einfach mit einer Kordel das Tuch verschließen und es sieht auch noch super schön aus. Neben der Geschenkverpackung aus dem Geschirrtuch könnt ihr ganz einfach aus alten Stoffresten auch kleine Tütchen nähen und diese auch jedes Jahr wiederverwenden. Außerdem eignen sich auch diese Geschenkboxen. Sie schauen nicht nur dekorativ aus, sondern ihr könnt auch Geschenke darin aufbewahren und diese auch jedes Jahr wiederverwenden. Eine Alternative zum herkömmlichen Weihnachtsbaum ist zum Beispiel der Baum hier neben mir. Der ist zu Teilen aus Bambus oder dieser Weihnachtsbaum aus Stahl. Ihr könnt ihn jedes Jahr individuell nach eurem Geschmack gestalten. Entweder mit Kugeln wie hier oder mal mit kleinen Geschenken oder einen Kalender rausbasteln mit kleinen Karten. Eine nachhaltige Weihnachtsbaumvariante ist es, den Baum direkt im Topf zu kaufen. Dabei solltet ihr aber darauf achten, ihn jeden zweiten Tag zu gießen und maximal 10 Tage in der Wohnung zu halten, denn Heizungswärme verträgt er nicht so gut. Eine Dekoration, die in schwedischen Haushalten nicht fehlen darf, ist dieses Dollarpferd. In der neuen Winterkollektion ist dieses aus Überresten aus der Möbelproduktion hergestellt. Außerdem sieht das Dollarpferd auch super schön auf euren Tisch aus. Auch mit Fundstücken aus der Natur könnt ihr tolle Dekorationen machen, wie zum Beispiel mit Tannenzapfen. Diese sehen auch super gut aus, wenn ihr die mit Stoff umwickelt. Und so habt ihr auch eine nachhaltige Deko bei euch zu Hause. Aber Achtung, nur Sachen verwenden, die auch schon auf dem Boden liegen in der Natur. Weihnachten ist das Fest der Lichter und schöne Weihnachtsbeleuchtung gehört natürlich dazu. Verwendet auf jeden Fall LED-Leuchten, denn die verbrauchen weniger Strom und sorgen trotzdem für eine schöne Atmosphäre bei euch zu Hause. Außerdem sind bei IKEA alle Batterien wiederaufladbar. Möchtet ihr weitere Deko-Ideen rund um das Thema Einrichtung sehen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal und verpasst nie wieder eine Folge von Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal. Ciao!